Ach ja, Cuphead. Als ich das Spiel vor circa 2 Monaten das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, dass es mal einen wirklich geilen Artstyle hat. Aber auch das Gameplay ist wirklich gut. Vielleicht an manchen Stellen ein bisschen zu fies. Da es ein ziemlich gutes Indie-Spiel ist, dachte ich, ich stelle euch heute mal ein paar Fakten zu dem Spiel vor. Ich werde dieses Video in zwei Teile unterteilen. Im ersten wird es nur um Cuphead, also Spiel und Charakter, Mugman und den Teufel gehen, im zweiten Part dann um all die anderen Bosse. Übrigens, ich möchte hier mal mein Engagement für den Kanal ansprechen. Heute am Tag, an dem ich das Skript schreibe, ist gerade der 25.12. und neben mir liegt ungeöffnet Super Mario Odyssey. Ist wirklich schwer, sich da auf das Schreiben dieses Videos zu konzentrieren. Naja, fangen wir nach dem Geheule von mir auch mal mit den Fakten an. Sprechen wir erstmal über die zwei Protagonisten dieses Spieles, und zwar Cuphead und Mugman. Cuphead basiert hauptsächlich auf Mickey Mouse und Felix the Cat. Das Design wurde vielleicht von dem 1936 erschienenen Evil Mickey Attacks Japan oder auch von dem 1934 erschienenen Silly Symphony The China Shop inspiriert. In beiden Cartoons gibt es Charaktere, die Cuphead ähneln, und dadurch, dass diese auch in den 30er Jahren herauskamen, kann es wirklich eine Überschneidung geben. Laut dem Entwicklerstudio MDHR, oder wie auch immer man das ausspricht, ist die Flüssigkeit in Cupheads Kopf die Essenz seiner Seele, was ein bisschen komisch ist, denn im Trailer von 2015 wurde noch gezeigt, dass sich Cuphead irgendetwas Alkoholisches mit der Aufschrift XXX in den Kopf gießt. Dies wurde aber seitdem nicht mehr angesprochen. Laut dem Studio wurde Cuphead von Spielen wie Gunstar Heroes, Contra 3, Contra Hard Corps, Super Mario World, The Thunder Force und Street Fighter inspiriert. Auch ein nettes Detail: Wenn man gegen irgendeinen normalen Boss in Cuphead antritt, wird sich Cuphead mit einem Lächeln die Hose hochziehen. Im Bosskampf gegen den Teufel macht das allerdings nicht. Höchstwahrscheinlich wurde dieses Detail eingebaut, um die Angst von Cuphead zu symbolisieren. Kommen wir jetzt mal zu Mugman. Das Design wurde höchstwahrscheinlich von dem Charakter Oswald the Lucky Rabbit inspiriert, da beide die gleiche Farbe haben und der Bruder des Hauptcharakters sind. Der Name ist vielleicht eine Referenz zu Mega Man, da der Name gleich ausgesprochen wird und er blau ist. Natürlich deuten auch die One-and-Gun-Level darauf hin, die Mega Man sehr ähnlich sind. Machen wir jetzt mal weiter mit dem Teufel. Das Design von ihm wurde von dem Teufel aus Hellspells, was ein Short von Silly Symphonies ist, inspiriert. Die Transformation in eine Spinne stammt auch vom Anfang dieses Cartoons. Die Art Assets aus der zweiten Phase heißen im Code Phase 3, was bedeuten könnte, dass eine Phase aus der finalen Version gecuttet worden ist. Das Achievement Swing Your Sinners, das man für das Besiegen des Teufels bekommt, ist eine Anlehnung an den gleichnamigen Cartoon von 1930. Die Musik der ersten Phase heißt Admission to Perdition. Diese besteht aus vielen anderen Boss-Musiken, wie zum Beispiel Sugarland Shimmy, Junkyard Jive, Fiery Frolic, Dramatic Fanatic, Floral Fury und Clip Joint Calamity. Der Satz, der kommt, wenn man in der finalen Phase stirbt, ist eine Anlehnung an den Victory Screen von M. Bison aus Street Fighter 2. Dieser sagt nämlich genau dasselbe. Und das war's mit dem ersten Teil des Videos. Im nächsten geht es dann, wie schon gesagt, um die ganzen anderen Bosse und so. Ja, das war's. Ich hab keine Ahnung. Bis irgendwann. Ja, tschüss. A brawl is surely brewing. You're up!